Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute machen wir alles ein bisschen anders, denn heute geht es nicht um mich. Heute geben wir Menschen eine Stimme, die sonst nie gehört werden. Und zwar sprechen wir heute mit Leuten, deren Angehörige im Gefängnis sind. Jeder kennt die Geschichten der Täter. Oft halten die Anwälte und Staatsanwälte ihre eigenen Gesichter in die Kamera. Auch die Opfer und deren Familien bekommen Gehör, was auch richtig so ist. Heute reden wir jedoch über eine Seite der Kriminalität, die den meisten verborgen bleibt. Wir erzählen die Geschichten derer, die allein zurückbleiben, weil ihre Lieben Mist gebaut haben. Jetzt in der Weihnachtszeit stehen genau diese Leute vor besonderen Herausforderungen. Ich weiß, für uns alle ist es gerade nicht leicht. Ich selbst habe erst diese Woche entschieden, dass ich Weihnachten nicht bei meiner Familie verbringen werde. Das heißt, vielleicht können wir genau dieses Jahr ein wenig nachempfinden, was es heißt, wenn die Angehörigen gerade nicht da sein können. Und genau wie die Angehörigen der Leute, die gerade in Haft sitzen, können auch wir nichts dafür. Als Familienmitglied eines Täters bist nicht du schuld an der Tat, aber du bezahlst trotzdem einen hohen Preis. Wie fühlt man sich, wenn man das ganze Jahr so isoliert ist, wie wir es gerade sind? Der Vater, der Bruder oder der Sohn, der das ganze Jahr fehlt. Jedoch besonders zu einer Zeit wie dieser. Die freien Tage, alles kehrt sich nach innen und man kann den eigenen Gedanken schlecht entkommen. Gleichzeitig macht man gemeinsame Fotos vor dem Baum oder mit den Geschenken. Man ruft gemeinsam dort an, wo man gerade nicht vorbeigehen kann. Oder man isst leckere Sachen, die man gemeinsam vorbereitet hat. Dieses Jahr sind wir aufgrund des Lockdowns alle ein wenig in dieser Situation. Aber die Menschen, die wir heute kennenlernen werden, sind das auch im nächsten Jahr noch. Und manche auch im übernächsten. Und nochmal, wir reden heute nicht mit Tätern. Der einzige Täter hier in diesem Raum bin ich. Alle anderen haben nichts getan, um diesen Zustand zu verdienen. Wir werfen jetzt einen Blick in die Welt, die ich keinem von euch je wünsche. Und vielleicht können wir in diesem Jahr besser als je zuvor nachempfinden, was es bedeuten würde, dauerhaft in so einer Realität zu leben. Meine Familie musste das für fast 10 Jahre. Auf geht's. Okay, wir fangen an. Ja. Freust du dich? Ich bin wahnsinnig nervös. Du bist wahnsinnig nervös, ja. Musst du nicht sein. Ich bin auch super nervös. Ich gebe normal, mache ich ja keine Interviews. Normalerweise würden wir uns jetzt schon umarmen. Wir haben davor darüber geredet, dass wir aufgrund von Corona natürlich alles ein bisschen anders machen müssen, den Abstand einhalten müssen. Ja. Und ich dich nicht umarmen darf. Aber weil ich dich nicht umarmen darf, habe ich dir den mitgebracht. Den kannst Dankeschön. Du, kannst du haben für die Zeit, wo wir hier drehen. Hallo Simone. Hallo Maximilian. Zuerst mal möchte ich mich bedanken für die Bereitschaft, hier mitzumachen. Sehr gerne. Sehr, sehr mutig. Wir haben viele Menschen gefragt. Die einzigen Mutigen seid ihr Frauen. Und ich möchte mich dafür bedanken. Lass uns gleich anfangen. Gerne. Wer ist es, der bei dir in Haft sitzt? Auf wen musst du dieses Weihnachten verzichten? Mein Sohn. Auf den muss ich dieses Jahr verzichten. Okay. Wie alt ist dein Sohn? Er wird jetzt 24. Okay. Nur damit wir ein Bild davon kriegen, wollen wir ganz kurz darauf eingehen, was passiert ist. Also seit wann sitzt er und warum? Seit September. Sorry. Wie soll ich das sagen? Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Manchmal helfe ich dir dann ein bisschen, weil ich kenne mich ja jetzt mit den Sachen ja tatsächlich ein bisschen besser aus. Und zwar ist es ein BTM-Vorwurf des Handeltreibens. Mhm. Dein Sohn sitzt noch in Urhaft. Das ist also noch nichts bewiesen. Es gilt auch die Unschuldsvermutung. Es macht aber nicht viel aus, weil er ist nicht zu Hause. Ja, ja. Okay. Seit wann sitzt er jetzt? Er sitzt seit September in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs. Des Handeltreibens mit Betäubungsmittel. Seit September, das heißt, das Ganze ist noch mega, mega, mega frisch. Ja. Sehr frisch. Das Ganze ist mega frisch. Es ist auch immer schwer, Prognosen zu treffen in so einem Fall. Aber ihr habt ja mit einem Anwalt auch geredet. Ja, ja. Was erwartet ihn ungefähr? Also wenn es gut läuft, 2 bis 3 Jahre. Das heißt, man hat sich im Kopf auch schon damit abgefunden, dass es dieses Weihnachten auf jeden Fall nicht klappt. Ja. Dass es vielleicht nächstes Weihnachten auch noch nicht klappen wird.
Genau, genau. Okay. Wir haben gesagt, und es gilt für alles, was wir heute machen, dass wir nicht groß über die Taten reden, weil es nicht wichtig ist, mhm, für das, was wir heute machen. Wichtiger ist für mich, dass, wie es sich für dich anfühlt. Und da überschneidet sich es natürlich immer zwischen deinem Sohn, dem Gefangenen und den Leuten draußen. Und ich glaube, yeah, das, wo es am allerdeutlichsten wird, ist zuerst mal die Besuchssituation. Deswegen meine Frage, wo sitzt er? In welchem Bundesland? In Baden-Württemberg sitzt er. In Baden-Württemberg. Wie lange brauchst du von da, wo du wohnst, zu dem Gefängnis? 15, 20 Minuten. Das ist aber ein großer Glücksfall. Ja, ja. Genau. Das ist nicht immer so. Wenn ich jetzt an meine Mama denke, die musste damals von Nürnberg nach Straubing, na, gute 1,5 Stunden, ja, um sicher zu gehen, einfach. Und das macht es nicht leichter. Die 15, 20 Minuten jetzt ist natürlich, man fühlt sich ein bisschen näher, oder? Klar, klar. Mhm. Was ist vielleicht ein bisschen, also das Positive und das Negative, mhm, ist daran, ich fahre oft dran vorbei. Mhm. Wenn ich zum Arbeiten fahre, fahre ich jeden Tag 2-mal dran vorbei. Ah, dann habe ich jetzt gar nicht gedacht gehabt. Was auf der einen Seite positiv ist, ja, also man könnte symbolisch winken, ja. Auf der anderen Seite weiß man, er wird es nicht mitbekommen, mhm, dass ich dran vorbeigefahren bin. Mhm. Und du wirst ständig daran erinnert. Das ist das andere, was ich jetzt nicht im Kopf hatte, weil ich gedacht habe, na, das, wenn man näher dran ist, ja, okay. Wie ist die Besuchssituation? Das ist nämlich, glaube ich, die Schnittstelle zwischen Gefangener und Angehöriger, die am intensivsten ist. Wie ist gerade die Besuchssituation so in Zeiten von Corona? Ich darf ihn alle 14 Tage für 30 Minuten besuchen. Das aber unabhängig von Corona ist. Okay. Also das wenn alles gut läuft. Das ist festgelegt von der Staatsanwaltschaft, dass er alle 14 Tage 30 Minuten Besuch empfangen darf. Wichtig hier vielleicht für euch, in der U-Haft geht eigentlich alles über die Staatsanwaltschaft. Mhm. Die dürfen alles entscheiden, die Post geht da vorbei, die Besuchsanträge gehen da vorbei. Es hätte auch sein können, dass du gar nicht zugelassen wirst zum, mhm, Besuch, wie es jetzt in meinem Fall damals war. Meine Mutter durfte mich in der U-Haft nicht besuchen. Und nochmal, habt ihr das genau gehört? 30 Minuten. Da hat man sich gerade hingesetzt, mhm, da hat man gerade angefangen. Ja. Und dann? Und dann ist es auch schon fast, also man sitzt da und starrt eigentlich ganz oft auf die Uhr, ja, und hofft, dass dieser Zeiger sich einfach überhaupt nicht bewegt. Aber er bewegt sich einfach viel zu schnell. Über was redet man? Am Anfang gab es ganz, ganz viele Sachen, die noch geregelt werden mussten, ja. Also dadurch, dass er ja aus dem Nichts, aus im Leben gerissen wurde, ja, aus dem Alltag gerissen wurde, gab es am Anfang ganz, ganz viel, was ich noch mit ihm besprechen musste, was noch für ihn noch geklärt werden muss draußen und was für mich noch geklärt werden muss, wie ich was machen muss, wo ich was kriege, wo ich was finde. Und dann ist es ganz viel Alltag. Also ich grüße ihn von Leuten, ich erzähle ihm, was wir gemacht haben oder was ich von anderen Leuten gehört habe, was die gemacht haben. Man versucht ihm, so gut es geht, noch am Alltag, an unserem Alltag und unserem Leben teilzuhaben und auch an dem Leben, an dem normalen Leben, was er draußen geführt hat, versucht man ihn einfach, ja, so gut es geht, daran teilzuhaben, sei es beim Besuch, sei es in den Briefen, ja, einfach für ihn die Welt weiterlaufen lassen. Ich habe ja am Anfang extra gesagt, es geht heute nicht um mich, aber natürlich ist es auch immer ein bisschen meine Geschichte. Und ich kann dir nur sagen, das ist genau richtig. Die Leute wissen manchmal nicht, was sie schreiben sollen. Da höre ich, ja, warum hast du ihm denn nicht geschrieben? Ja, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und ich möchte hier allen sagen, man freut sich über jeden Brief. Man freut sich über jede Beschreibung. Und wenn es so wäre, dass man die schönste Party der Welt besucht hat, was gerade eh keiner macht, aber darüber freut man sich. Ja. Man freut sich, wenn man teilhaben darf, vom was gab es zum Mittagessen bis das Waschbecken war verstopft. Alle Informationen sind Gold wert, das machst du also genau richtig. Ich weiß noch, dass ich bei mir beim Besuch, dass wir uns dann irgendwann überlegt haben, was sind die Themen. Das wird kommen, desto länger er sitzt, desto mehr müsst ihr anfangen, wahrscheinlich den Besuch zu strukturieren, mhm, dass man nicht was vergisst. Ja.
Ist es auch schon mal passiert, dass du danach gedacht hast, ah, das... Ja. Also es ist, ich versuche mir vorher immer alles aufzuschreiben. Also ich habe so ein kleines Notizbuch. Ich schreibe mir da alles rein, was für mich wichtig ist, was ich an diesem Besuchstag klären möchte. Oftmals kommt so 2-3 Tage vor dem Besuchstermin immer noch ein Brief von ihm, wo noch mal wichtige Sachen drin sind, die ich vielleicht noch erledigen muss oder wo er mich irgendwas fragt, was noch gemacht werden muss oder so. Und ich versuche mir dann alles aufzuschreiben und auf dem Weg dahin lese ich mir das so oft durch, weil ich diesen Zettel nicht mitnehmen darf. Das heißt, alles das, was ich ihm sagen möchte, was wichtig ist, muss in dem Moment in meinem Kopf sein. Es ist oft nicht leicht. Ich hab mir es manchmal auf die Arme geschrieben. Mhm. Ich habe mir mit dem Kugelschreiber die Sachen dann auf die Arme geschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Es ist nicht wie im Fernsehen. Es ist nicht so, dass beim Besuch gerade hier in Bayern irgendwas übergeben werden darf. Eine Geburtstagstorte oder ein Anhänger oder irgendwie oder ein Brief. Das gibt's nicht. Auch in Baden-Württemberg nicht, wie wir jetzt gerade erfahren haben. Das heißt, man muss sich davor gut überlegen, was man sagt. Wie gesagt, Tipp: Schreib's dir auf die Arme, mach sie dir voll. Wird's dann auch mal emotional? Ja. Auch von seiner Seite aus? Ja, doch schon. Also am Anfang war es ein bisschen schlimmer. Mittlerweile, also so der letzte Besuch war normal. Also wir haben auch Scherze gemacht und es war von beiden Seiten aus recht neutral. Also dass wir nicht wirklich sehr emotional geworden sind. Und davor seid ihr sehr emotional geworden? Ja, also der erste Besuch war ganz, ganz schlimm. Warum? Ich habe gewusst, dass wir die brauchen. Danke. Dann soll ich doch jetzt gleich. Der erste Besuch war wahnsinnig emotional, weil man muss sich das so vorstellen, er ist an dem Tag, wo er verhaftet worden ist, abends aus dem Haus gegangen, hat noch in der Werkstatt das Licht angelassen und die Tür auf und hat gesagt, Mama, ich komme gleich wieder, bin nicht lange weg. Und dann haben wir uns das nächste Mal 3 Wochen später gesehen. Ja. Oder 2 Wochen später. Ja. In einer ganz anderen Umgebung, in einer ganz anderen Situation. Und ich saß schon in diesem Raum, als er dann reinkam. Und war ein Beamter dabei oder war? Ja, ja. Ist es auch immer? Es ist dann noch eine Person dabei, die er jetzt schon kennt, ein bisschen vom Sehen, du aber ja gar nicht. Genau, ja. Das heißt, diese ganzen Gefühle, die man hat, werden auch tatsächlich von jemand anderem dann noch beobachtet? Ja, genau. Ich habe in seinem Gesicht sofort gesehen, wie leid ihm das tut. Das ist ganz wichtig. Es gibt diesen Moment bei jedem, der verhaftet wird. Es ist der Moment, in dem er eigentlich sagt, wir sehen uns, bis gleich, bis bald, bis morgen und dann verschwinden sie. Yeah. Das teilen alle, die verhaftet worden sind, alle, die in Haft gekommen sind und ihre Angehörigen. Diesen Moment, den gibt's. Man erinnert sich an den Moment als Verhafteter immer, auch als Angehöriger, wie man gerade sieht. Man erinnert sich an das Letzte, was man gesagt hat, das Letzte, was man getan hat. Man bereut immer ein bisschen. Verabschiedet euch immer in Liebe. Dein Sohn ist der mittlerste deiner 3 Kinder. Ja. Du hast 3 Jungs. 3 Jungs, ja. Na, da hast du dir ja was eingebrockt. So. Als Mama von 3 Jungs muss man ja sowieso tough sein. Ja. Da lernst du recht früh Matsch kennen und Lärm. Und hin und wieder muss man wahrscheinlich auch mal eingreifen, wenn die über die Stränge schlagen. Wie geht sein jüngerer Bruder damit um, dass er jetzt der Nächste zu ihm, der nächstgrößere, nicht mehr da ist? Am Anfang war es schwer für ihn. Er konnte das nicht verstehen. Warum? Mein jüngster Sohn ist Asperger-Autist
Und für ihn war halt auch so dieses, der ist doch gerade gegangen. Denn klar hat das verstanden, dass die Polizei, und er hat was gemacht, ja, was gegen das Gesetz ist und dass er jetzt halt eben dafür bestraft werden muss, ja, oder beziehungsweise jetzt erstmal dort bei der Polizei bleiben muss. Wie alt ist er? Er wird 14. Er wird also 13, okay. Was es für ihn am Anfang so schwer gemacht hat, also für ihn zählt nicht dieses Emotionale, wie wir das haben, und auch nicht dieses Drumherum. Für ihn zählt, was hat er gemacht? Okay, das verstößt gegen das Gesetz. Dann und dann kommt er wieder. Das ganzen Zwischeninfos, die für uns wichtig sind, das ist für ihn uninteressant, weil er das sowieso nicht verarbeiten kann. Für ihn zählen Fakten. Und die hast du gerade nicht? Die habe ich gerade nicht, nein. Zum Teil. Die hattest du am Anfang ja überhaupt gar nicht. Genau, genau. Da kommen wir jetzt gleich zu dem Moment, der wie hast du von der Verhaftung erfahren? Man klingelte nachts bei uns. Okay. Man klingelte nachts um 20 nach 12, halb eins war es. Klingelte es Sturm. Okay. Und dadurch, dass er in der Werkstatt die Tür aufgelassen hatte, kamen die Polizeibeamten oder die Kripo-Beamten durch den Keller ins Haus. Und einige standen vorne vor der Tür. Hatten denn wahrscheinlich kein Haftbefehl, kein Hausdurchsuchungsbefehl, aber Gefahr im Verzug? Genau, genau. Ja. Gefahr im Verzug, Leute, ist so eine kleine Grauzone immer, die heißt, man braucht keinen Hausdurchsuchungsbefehl, man darf die Wohnung aber trotzdem betreten. Das heißt, es ist jetzt gefährlich, die Polizei darf rein. Wenn die dann noch was finden, rechtfertigt sich das im Nachhinein. Mhm. Wenn nicht, ist es auch okay. Dagegen kannst du als Normalbürger absolut gar nichts tun. Nein. Das heißt, es ist nachts um halb eins, du warst schon im Bett oder auf dem Weg im Bett und es klingelt. Ja. Genau, ich lag gerade und es klingelte. Der Kleine war als erstes an der Tür, machte die Tür auf und sah eine Menge Polizei vor sich, die dann einfach nur fragte, wer er ist. Und ich war dann auch schon an der Tür und sie kamen dann rein und sagten mir, was passiert wäre. Ganz kurz der Moment. Was hast du gedacht? Was hast du gedacht, wie du gesehen hast, Männer stehen an der Tür? Hast du gedacht, es ist ihm was passiert? Oder hast du gedacht, er hat was angestellt? Oder? Ich habe zuerst gedacht, was passiert. Und dann sagt der Gruppenführer, Kripo, der die Operation leitet, genau. Kommen Sie mal her, das so und so sieht's aus. Wo sind die Wohnräume Ihres Sohnes? Genau, genau, genau. Okay. Also er sagte mir, dass sie eine Hausdurchsuchung machen würden. Mhm. Und auch eine Hausdurchsuchung mit Hund. Also, okay. Und dann hatte ich mich mit dem einen Kripo-Beamten hingesetzt. Mhm. Der hatte mir noch ein paar Sachen gesagt. Mhm. Und alle anderen gingen dann ihre Wege, um alles zu durchsuchen. Ich kenne es sehr gut. Ich glaube, Menschen, die jetzt zuschauen, die mit sowas noch nie zu tun gehabt haben, tun sich schwer damit, was es für deine Privatsphäre bedeutet, was es auch vielleicht auch im Nachhinein bedeutet. Spürst du das heute noch? Ja, definitiv. Also, wenn die Feuerwehr oder die Polizei vorbeifährt, sobald ich eine Sirene höre, schrecke ich kurz zusammen. Ja, also tagsüber ist es nicht so schlimm, aber wenn es halt dunkel ist und dann eine Sirene und die vielleicht ein bisschen zu nah am Haus vorbeifährt, dann schreckt man da schon noch hoch. Ja, es gibt auch die Nacht, wo das passiert ist, da schlafe ich manchmal schlecht, es ist nicht immer. Also den Wochentag? Genau, der Wochentag, es ist nicht immer so, aber es kommt schon vor, dass ich dann einfach nicht in den Schlaf finde, weil ich glaube, es klingelt gleich wieder. Und du hast keinen Einfluss darauf auch. Du kannst nicht sagen, jetzt will ich heute schlafen, jetzt denke ich nicht dran. Ja. Das Ganze nennt sich Trauma. Mhm. Und das ist sehr wichtig, genau deswegen machen wir das heute, nämlich damit wir alle sehen, was wir unseren Angehörigen antun, wenn wir
Straftaten begehen, was passieren kann. Nicht nur wir werden traumatisiert, nicht nur die Opfer werden traumatisiert, sondern auch unsere Angehörigen als Täter. Und da kommt jetzt gleich meine nächste Frage, die vielleicht den einen oder anderen interessiert. Bist du selbst vorbestraft oder hast du schon jemals selber mit der Polizei zu tun gehabt? Nein, überhaupt nicht. So. Überhaupt nicht. Und das ist sehr interessant. Du hast trotzdem die gleichen Folgen. Ja. Als hättest du es gemacht. Mhm. Wissen, oder um das zu Ende noch zu bringen, die haben ja seine Räume durchsucht, die Werkstatt nehme ich an, die Garage, ja. Sein Auto. Sein Auto, ja. Was ist mit seinem Auto jetzt? Das haben wir abgemeldet. Das sind solche Sachen, die dann schnell beim ersten Besuch schnell geklärt werden mussten. Ja. Also es ist ja nicht nur, dass er jetzt nicht mehr da ist, sondern es gibt das Auto, was abgemeldet werden muss. Es ist der Handyvertrag, seine E-Mail-Konten, was ist da, das Bankkonto, Versicherungen. Da hängt so viel dran. Keiner weiß die Passwörter, keiner weiß, wo man anrufen muss. Ja. Das alles bleibt an wem hängen? An dir. Ja. Auch wieder. Das ist mir einfach so wichtig, weil ich damals als Täter, ich habe an das nicht gedacht. Ich habe auch nicht daran gedacht, als ich dann schon in Haft saß, weil ich sitze ja in Haft. Das ist jetzt mein neuer Job. Ich bin jetzt hier im Knast, ich muss jetzt hier zurechtkommen, ich muss jetzt rausfinden, wann der Sport ist, wann der Einkauf ist und nach mir die Sinnflut draußen, weil ich melde meine Wohnung bestimmt nicht ab. Ich räume auch meine Wohnung nicht aus. Ich rede oft in meinen Workshops, wenn ich mit Schülern darüber rede, darüber, stellt euch vor, ihr werdet verhaftet, was passiert mit eurem Zimmer? Ich weiß nicht, wie viel Platz du hast, aber wenn du weniger, oder was macht man mit dem Zimmer? Räumt man das auf? Diese Frage habe ich mir gestellt. Man muss dazu sagen, ich muss, wenn ich in mein Bad möchte oder in mein Schlafzimmer, immer an diesem Zimmer vorbei. Mhm. Und für mich stand eigentlich schon nach einer Woche fest, dieses Zimmer muss neu belegt werden. Das darf nicht leer bleiben. Weil mir fiel es am Anfang sehr, sehr schwer, in dieses Zimmer reinzugehen. Also mein Problem war, die Verhaftung war auf einem Dienstag oder Mittwoch und die Woche drauf, Montag, sind wir in den Urlaub gefahren. Ich wollte so schnell wie möglich alles vor dem Urlaub geregelt haben, damit ich mich im Urlaub etwas erholen kann davon und relativ normal wieder nach Hause komme. Und dann war die einfachste Lösung, dass ich zu meinem Ältesten gesagt habe, wie alt ist er? 25. Okay. Dass ich zu meinem Ältesten gesagt habe, du gehst in dieses Zimmer rein, damit dieses Zimmer Leben hat. Also das war ja alles noch durchwühlt, durch die Durchsuchung. Ich bin immer nur rein, Tür auf, hab geguckt, weil ich anfangen wollte, irgendwas zu packen. Und dann konntest du nicht. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Man kann sich das nicht vorstellen. Also doch, wir machen, dass ihr es euch heute vorstellen könnt. Alles liegt am Boden, alles ist durcheinander. Die Dreckwäsche ist draußen. Dinge, die sie nie sehen wollte von ihrem Sohn, liegen auf dem Boden. Und jetzt muss sie das aufräumen oder irgendeine Lösung dafür finden, damit umzugehen. Das ist die Situation. Wenn jemand so auf diese Art dann plötzlich verschwindet, stellt sich auch immer die Frage, was erzählt man den anderen? Wie ist es bei dir? Wie wissen es die nahen Freunde, Angehörige? Also die engsten Freunde und die Familie, die drumherum ist, die wissen es alle, die wissen alle ganz genau, was passiert ist. Ich finde, das braucht ich auch. Ja? Also ich brauchte jemanden, mit dem ich drüber reden kann, mit dem ich relativ offen drüber reden kann, einfach um das rauszulassen. Das ist ein Punkt, der mir selber jetzt was Lustiges, vielleicht für das Verständnis für die Leute. Du hattest dich damals über den Verein gemeldet, bei Sichtweisen, dass, wie die Situation ist, dass du jetzt gerade neu in der Situation bist, dass dein Sohn verhaftet wurde. Und ich wusste, ich kann dir nicht wirklich helfen und habe damals meine Mutter gefragt, ob sie sich bereit erklärt für ein Telefonat. Eine halbe Stunde habe ich gesagt, Mama, gib eine halbe Stunde, da ist ganz viel. Und dann habt ihr telefoniert.
Wie lange habt ihr denn damals telefoniert? Ich habe keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb bestimmt. Dann bestimmt. Eineinhalb Stunden telefoniert, ja. Habt euch ausgetauscht. Und was du jetzt gerade gesagt hast, erinnert mich nämlich an meine Mutter. Die ist ein sehr gesprächiger Mensch. Mhm. Und die redet, wenn da jetzt irgendwas passiert, was weiß ich, beim Einkaufen fährt einer in ihr Auto so und macht einen Cut rein, dann wird es jeder erfahren im Freundeskreis. Ja. Innerhalb der nächsten drei Wochen hat sie die Geschichte jedem erzählt und mit jedem drüber gesprochen. Und gleichzeitig hatte sie ihren Erstgeborenen 10 Jahre lang in Haft. Mhm. Und es gibt Leute in ihrem engsten Umkreis, die das nicht wussten, weil sie mit ihnen nicht darüber geredet hat. Und wenn ich mir vorstelle, wie schwierig das für sie gewesen sein muss, das ist verdammt schwer, nicht mit jedem darüber sprechen zu können. Und das hast du gerade gesagt, man muss das ja rauslassen. Du brauchst dann jemanden, du hast jetzt gesagt, bei dir die Engen wissen es. Was hat denn zum Beispiel seine Großmutter? Wie geht die damit um? Die war am Anfang sehr geschockt. Die hat ja noch weniger irgendwie sowas kommen sehen, als man irgendwie... Und also nachdem sie dann am Anfang sprachlos war, hat sie aber auch ganz schnell die Worte gefunden und hat gesagt, das stehen wir als Familie durch. Und da hast du was ganz, ganz Schönes gesagt in dem Vorstellungsgespräch. Wir sind eine ganz normale Familie. Mhm. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das hier mache. Das ist nicht, weil ich mir jetzt selber bei Weihnachten irgendwie Tränen machen möchte oder weil ich jetzt... Sondern es geht mir wirklich darum zu zeigen, dass ganz normale Menschen dranstecken an den Fehlern von einem. Ja. Ich wollte es einfach hier mal zeigen, wie es ist. Für Menschen, die eigentlich damit gar nicht gerechnet haben, damit nichts zu tun haben und jetzt trotzdem mit in diesem Boot sitzen. Witzig fand ich, seine Großmutter hat ihn besucht sogar, als es mal schwierig war mit dem Besuchen. Ja, ja. Kannst du das kurz erzählen? Das fand ich sehr... Also ich bin in der Reha gewesen und in dieser Zeit waren 2 Besuchstermine. Und diese mussten jetzt mit jemandem gefüllt werden, weil er ja einfach Besuch braucht. Mhm. Und das eine Mal hatte ihn eine Freundin besucht. Das hat ihm auch sehr, sehr viel bedeutet. Das fand er sehr schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wer geht den zweiten Besuch? Und hatte dann meinen Ältesten gefragt, ob der gehen möchte. Ist doch da klar. Und dann sagte meine Mutter plötzlich, ja, aber ich kann doch auch gehen. Mhm. Sag ich, oh, du möchtest. Und dann ganz schnell eine Besuchserlaubnis beantragt, die auch ganz schnell bekommen. Wie alt ist sie? Sie wird 70. Okay. Ja. Okay. Und das erste Mal im Gefängnis? Ja, genau. Also sie hat gesagt, es ist eine Erfahrung, die sie nicht unbedingt hätte machen müssen, ja, in ihrem hohen Alter noch. Ja. Aber sie möchte ihn auch sehen. Mhm. Und der Tag, an dem sie ihn besucht hat, war ihr Geburtstag. Und sie hat bewusst diesen Tag ausgewählt, weil sie gedacht hat, wenn er mich schon nicht zum Geburtstag besuchen kann, dann komme ich ihn besuchen und mache dieses auch gleich zu meinem Geburtstagsgeschenk. Das ist wunderschön. Also er hätte sich das nicht gewünscht, dass sie kommt. Genau, natürlich. Er will sich's natürlich so leichter machen. Er macht sich's damit schwerer, wenn er seine Oma sieht und sich vorstellt, wie sie durch den Metalldetektor geht. Und genau. Piep. So, genau, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Also für sie hat es vielleicht aber auch einfach, ist es für sie vielleicht auch einfacher gewesen, er kommt nie mit Handschellen in den Besuchsraum. Also theoretisch kommt er ganz normal rein, und das ist auch etwas, was es dann ein bisschen persönlicher macht. Aber als Angehörige kann man das ja nicht vergessen, wo man da ist. Nein, nein, ganz klar, das nicht. Nein. Allein schon das Reinkommen, durchsucht werden, Personalausweis abgeben, Handy abgeben. Natürlich, natürlich. Also ich bin so manches Mal 3 oder 4 Mal durch diesen Metalldetektor und es hat immer wieder gepiept. Und dann holt man eine Beamtin, die einen dann selber noch mal durchsucht. Mhm. Und ich meine, die machen alle nur ihren Job. Klar. Aber trotzdem ist es immer ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Auch vielleicht noch mal ganz klar der Vorwurf, wenn ich auch heute harte Haftbedingungen oder was kritisiere, geht in dem Fall nicht an die Beamten, der geht an uns Täter. Der geht an uns Täter. Was hältst du von Gefängnissen als Form der Bestrafung? Und
hat sich deine Meinung vielleicht im letzten halben Jahr geändert? Also, es ist definitiv eine Form der Bestrafung für gewisse Kategorien. Hm. Da finde ich, muss es sein. Hm. Also, wo Leib und Leben geschützt werden muss. Hm. Meine Ansicht zum Gefängnis hat sich definitiv verändert. Definitiv. Okay. Also, alles das, was man lesen kann oder das meiste, was man aus dem Fernsehen kennt, selbst wenn es deutsche Serien oder deutsche Filme sind mit dem Gefängnis, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Hattest du Angst um ihn? Klar, klar. Also ich war da vielleicht auch ein bisschen, am Anfang ein bisschen naiv. Mhm. Ich habe mir, keine Ahnung, ein, zwei Tage danach Gedanken gemacht, oh mein Gott, mein Sohn braucht was zum Anziehen. Der hat ja gar nicht, der ist ja mit einer Arbeitslatzhose und seinen, seinen Arbeitsklamotten ist der verhaftet worden. Mhm. Der hat ja gar nichts. Der braucht eine Zahnbürste. Der braucht. Der Buhr, der braucht. Der braucht. Und ja, packst eine Trainingstasche mit den wichtigsten Sachen, so, keine Ahnung, als wenn er jetzt in der Jugendherberge ist oder beim Freund übernachtet. Das Wichtigste halt. Und rufst da an und sagst, du möchtest gerne was am Tor abgeben. Und bin dann ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt worden. Da wird mir gerade schlecht, weil es mich an eine Geschichte erinnert, die ich mit meiner Mutter erst vor kurzem besprochen habe, so die erst vor kurzem uns aufgefallen ist, vielleicht sogar im Zuge von dem Telefonat mit dir. Und zwar gab es eine Situation, wo ich nach Deutschland ausgeliefert wurde und ich im Gefängnis in Bayern war. Und der Anwalt damals meiner Mutter, ich hatte einen neuen Anwalt hier aus Bayern auch, meiner Mutter gesagt hat, bringen Sie ihm Klamotten für die Verhandlung, die braucht er dann. Kaufen Sie einen Anzug, kaufen Sie Schuhe. Und meine Mutter ist in den Laden gegangen, hat Schuhe gekauft, hat einen Anzug gekauft, hat ein Hemd gekauft, hat die Leute dort, hat sich einen Verkäufer gesucht, der meine Statur hat, den es an, ob alles passt. Ja. Hat das alles zusammengepackt und ist dorthin gefahren, die JVA Amberg, eine Stunde. Hat es schön zusammengepackt und stand am Tor und wollte das abgeben. Und der Beamte hat sie ausgelacht. Und hat gesagt, was denken Sie denn, was das hier für ein Laden ist? Und dann stand meine Mutter da mit den Sachen wie ein Idiot. Ja, ja. Und es hat damals geweint, glaube ich auch. Aber halt nicht vor ihm, sondern einfach so für sich, so hilflos und dumm und hat sich so... Das ist ein ganz schlimmer Moment. Ganz fürchterlich gefühlt. Und es ist was, was, wenn man nicht mir das in Haft vorgestellt hätte, es hätte mich zerrissen. Mhm. Und es tut auch heute noch weh. Wie feiert ihr Weihnachten dieses Jahr? Wir sind keine große Familie, also bleibt es im engen Kreis, auch aufgrund von der aktuellen Lage ist es sinnvoll, da Abstand zu halten. Wir werden jedes Jahr einen Baum haben. Mhm. Aber wahrscheinlich auch nur, weil er muss. Mhm. Und von Kleinsten ist es das erste Weihnachten ohne den großen Bruder. Ja, oder? Ja, ja. Also bis jetzt realisiert er es noch nicht wirklich, aber ich glaube, dass es an dem Tag sehr schwer werden wird. Also auch wenn es mal Streit zwischen denen gegeben hat, auch zwischen, also zwischen, ich meine, wenn man drei Geschwister sind, drei Brüder, ja, da möchte jeder seine Position verteidigen, ja, und jeder den besten Stand haben. Aber jetzt, wo einer der Brüder fehlt, sagen beide, die jetzt noch daheim sind, es fehlt ein Teil. Es fehlt ein wichtiger Teil. Es ist, als wenn man uns einen Teil von uns selber genommen hätte. Hast du, hat der Sohn, der jetzt in Haft ist, dem Jüngsten geschrieben? Ja, gleich der allererste Brief. Der erste Brief? Der erste Brief, okay, ging gleich an seinen jüngsten Bruder, in den er reingeschrieben hat, dass es ihm leid tut. Dass er das ungeschehen machen könnte, wenn es ginge. Er
ihm gesagt hat, dass er jetzt der Mann im Haus ist und er soll auf die Mama aufpassen und soll der Mama kein Leid zufügen. So wie er getan hat? Ja. Er soll immer lieb sein und bloß keinen Blödsinn machen. Ich glaube, er spürt gerade etwas, was ich auch den jungen Leuten, mit denen ich arbeite, immer sage. Nämlich die Angst, dass der Kleine einen nachmachen könnte. Mhm. Die Angst, dass er jetzt, wo er gesehen hat, so, was die Konsequenz ist, dass der Kleine seinen Fußstapfen folgt. Der nächstgroße Bruder ist immer so ein bisschen eine Inspiration in vielen Sachen. Und ich glaube, die Angst ist das, was sich darüber ausdrückt, dass der Sohn den Brief dann schreibt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Was vermisst du am meisten an deinem Sohn? Es geht keiner mehr durchs Haus und ruft, hey Mutter, wo bist du? Das ist auch schwer. Das ist ja, also ich vermisse einfach so dieses, er ist immer reingekommen, ja, mit irgendeinem blöden Spruch, den er gelassen hat, ja. Meistens kam er rein und hat gesagt, hallo Familie, ich bin da. Mhm. Mir fehlt einfach diese herzliche Art, diese herzliche und lustige Art und auch ein Gesprächspartner. Hast du Angst, dass ihn das Gefängnis verändert? In dieser Hinsicht? Wir hoffen auf einer Seite, dass es ihn verändert. Wir hoffen auf der anderen Seite, dass er nicht seine Herzlichkeit verliert. Mhm. Denn das ist was Gefängnis macht. Ja. Unter anderem. Mit mir auch getan hat auf eine gewisse Art. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich wiederzufinden. Ich war aber auch sehr lange. Mhm. Ja? Meiner Erfahrung nach ist die Zeit, die jetzt dein Sohn erwartet, also dieses um die 3 Jahre rum, wenn wir Glück haben, 64er, vielleicht früher raus, whatever, erstmalig, wird nicht ausreichen, um ihn emotional zu zerstören. Das wünsche ich euch ganz fest. Nichtsdestotrotz wird seine Spuren hinterlassen. Was würdest du ihm, nehmen wir an, wir können Handys mit YouTube-Zugang in ein baden-württembergisches Jugendgefängnis zaubern. Was würdest du ihm sagen, wenn er das hier sehen könnte? Da ist deine Kamera. Ich liebe dich. Du bist und bleibst mein Sohn, egal was ist. Egal wie lange wir getrennt sind, du weißt, du hast bei mir immer ein Zuhause. Oh Gott. Die Leute werfen mir immer vor, dass ich lache an Stellen, wo es nicht passt. Leute, es ist nicht immer ein Lachen. Nimm nur. Ja. Jeder kriegt seine eigene Box. Corona-technisch, okay. Warum hast du dich bereit erklärt, hier mitzumachen? Du hast das vorhin am Anfang so schön gesagt. Du möchtest Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Und ich finde, egal wer was getan hat, es gibt immer etwas dahinter. Es gibt eine Familie und es gibt Angehörige dahinter, die leiden, die nichts dafür können. Und ich bin dir dankbar, dass du denen eine Stimme gibst. Weil auch die haben es verdient, gehört zu werden. Teil meiner Therapie. Jede Medaille hat 2 Seiten. Jede Medaille hat 2 Seiten. Jeder hat eine Mama. Mir geht es jetzt auch noch mal ganz außerordentlich darauf hinzuweisen, dass wir hier von einem BTM-Fall reden. Wir sind beide der Meinung, dass es Haftstrafen geben muss. Wir sind beide der Meinung, dass es Gefängnis geben muss. Wir sind beide der Meinung, dass Menschen, die gefährlich für andere Menschen und deren Sicherheit sind, getrennt werden müssen. Ja. Nichtsdestotrotz sitzen Tausende, zigtausende Menschen wegen Geldstrafe im Gefängnis, wegen Drogen im Gefängnis. Daran muss sich was ändern. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Es war so, so toll, dass du da warst. Ich danke dir für den Mut. Ich danke aber auch deinem Sohn, dass er gesagt hat, dass es okay ist, dass du dabei sein darfst. Du kriegst jetzt noch mal das Schlusswort. Und zwar was würdest du einem
jungen Menschen sagen, Anfang 20, der denkt, ich verdiene mir jetzt ein bisschen was zu mit Kriminalität. Am Schluss, wenn es nicht klappt, dann hocke ich mich halt ein bisschen rein, macht ja auch nichts. Was würdest du jemandem sagen, der gerade denkt, Gangster sein ist cool? Bitte, da ist deine Kamera. Gangster sein ist definitiv nicht cool. Auch wenn man jetzt vielleicht noch denkt, das bisschen sitzt man ab. Man tut sich definitiv keinen Gefallen, weil da drin ist es einfach die Hölle. Man ist einfach alleine und man tut seinen Angehörigen da draußen, sei es die Familie, Freunde, denen einfach keinen Gefallen. Es schmerzt extrem und die Wunden, die man da hinterlässt, mit denen kann man vielleicht irgendwann leben, aber man wird sie nie vergessen. Ich glaube, wir haben deutlich machen können, was für Folgen das hat. Und ich hoffe, du kommst gut nach Hause. Du hast einen weiten Weg gehabt. Ich danke dir dafür, dass du da warst. Sehr mutig. Du kannst stolz sein auf dich. Danke, dass du uns eine Stimme gegeben hast. Mal sehen, ob es gehört wird. Fühl dich so... Halt! Ich habe noch was vergessen, Leute. Jetzt kommt ja noch das Allerbeste. So, jetzt warte mal. Also, oh, guck mal hier. Oh, so, das ist für deinen Sohn. Und zwar für den 13-Jährigen. Ich hoffe, dass das dem gefällt. Das kannst du dann ihn auspacken lassen. Das hier ist für dich. Das kannst du sogar jetzt schon auspacken, wenn du möchtest. Ich guck mal, ob ich hier noch... Was habe ich denn hier noch? Und das ist auch für dich. Dankeschön. So, und dann kannst du schon mal auspacken. Kannst du schon mal auspacken. Die zeigen wir nämlich gleich noch. Und dann witzig nämlich, weil du hattest mir was mitgebracht, was ich ja dir geben soll. Komm, ich nehme das Bärchen. Ja. Ah. Ha, das hast du es. Da schon wieder signiert. Und genau. In dem anderen ist das Zappenduster drin und im anderen ist was noch für deinen Kleinsten. Dankeschön. Komm gut nach Hause. Wir sehen uns wieder. Dankeschön. Tschüss. Part one. Thank you.